Hallo, liebe Aufrufer, eine mobile Lichtgeschwindigkeit hier. Das sieht wirklich beeindruckend aus. Die Kuppel vom Reaktorgebäude des E.ON Atomkraftwerks Grohnde an der Weser. Und ich wollte mal gucken, ob man hier Castoren sieht. Hier gibt es ja ausgebrannte Brennstäbe, die sind unermesslich heiß, aber es gibt kein Endlager dafür und soweit ich das mitgekriegt habe, ist das jetzt hier auch ein mehr oder weniger nicht reguläres Zwischenlager geworden. Hier, das ist doch eindrucksvoll. Jetzt hier sind die Sperranlagen, das ist ja hochgesichert. Der Bereich ist videoüberwacht, da oben kann man die Kamera sehen. So soll das ja auch sein. Es muss ja überwacht sein, denn solche gefährlichen Anlagen sind ja letztlich militärische Anlagen. Und auch wenn keiner ernsthaft auf die doofe Idee kommt, sowas anzugreifen oder zu beschädigen, das ist ja wirklich völlig verrückt, muss man natürlich davon ausgehen, dass Sicherheitsideen sich immer auf die verrücktesten Möglichkeiten beziehen müssen. Und jetzt war ja die Rede davon, dass Sicherheitsmaßnahmen neue Auflagen bekommen haben für die Atomkraftwerke in Deutschland, weil es inzwischen schwerere, größere Flugzeuge mit mehr Tankinhalt oder irgendwelchen Gewichtsfragen gibt. Airbus A130 oder irgend sowas heißt das. Mein Interesse reicht nicht dafür, das alles immer auswendig hier mir aufzuschreiben. Also ein neues Airbus-Flugzeug, was jetzt zu höheren Aufprallbelastungsfähigkeiten der Atomkraftwerke führt, im Sinne der Sicherheit für den Fall, dass zum Beispiel ein solches Flugzeug entführt wird und dann in so ein Atomkraftwerk gestürzt würde. Das ist alles viel Konjunktiv, viel Würde und so weiter, sehr würdelos, aber tatsächlich finde ich diese Gespräche immer sehr, sehr, sehr kennzeichnend, nämlich für Folgendes. Wir haben die Misere im Moment, die Marionette Kriegsminister de Maizière hat gerade mit einem schönen Tarnhut in Afghanistan gezeigt, how I won the war, wie ich den Krieg gewann. Natürlich hat er ihn nicht gewonnen. Kriegsminister de Maizière ist aber gleichzeitig verstrickt in einen Drohnen-Debakel, ja. Es sind Drohnen geordert und bezahlt worden, die aufklären sollen. Und wer hätte es gedacht, es sind Drohnen im Geschäft, die Kampfdrohnen sind. Und da bin ich dann jetzt bei meinem Atomkraftwerk hier in Grohnde. Das sind hier die beiden Kühltürme. Da kann man ruhig mit dem Hubschrauber reinstürzen, da passiert nichts. Aber hier bin ich an dem Ausfluss des Weserwassers, was an anderer Stelle reinfließt zur Kühlung. Letztlich der heißen Prozesse in einem Kernkraftwerk und hier kommt das warme Wasser dann wieder raus. Da ist noch ein Grobbrechen und was weiß ich, ist alles sabotagesicher. Und wenn das Kühlwasser nicht ausreicht, mangels Durchfluss oder Wassertemperatur oder was weiß ich, dann kommen diese Kühltürme in Betrieb und dann, ich zeige das nochmal, oh, schwer zu sehen, rechts an der Kante oben sieht man Dampf. Dann dampfen die Kühltürme, die sind also durchaus nicht immer nötig, die sind sozusagen Zusatzkühlung. Das haben mir die freundlichen Leute in dem Publikums-Kernkraftwerk-Lehrgebäude mal erklärt. Und hier bin ich aber deshalb hingegangen, weil nämlich der Wasserstand der Weser im Sinne von Hochwasser die ganze Anlage prinzipiell bedrohen könnte. Und ich sehe hier schon, dass die Weser auch momentan, also heute am 21. Juli, Hochwasser hat. Mittleres Hochwasser nenne ich das mal. Das ist keine überschwemmungsartige Geschichte, aber der Wasserstand der Weser im Moment ist schätzungsweise 30, 40 Zentimeter oder ja, vielleicht sogar noch etwas mehr höher als sonst. Gut, also hier kommt das warme Wasser aus dem Atomkraftwerk, aus den Kühlanlagen und fließt dann hier wieder in die Weser.
Und ich bin jetzt also hier in Grohnde bei Hameln an der Weser und in der Nähe von Bad Pyrmont natürlich, wo ich zum Fall Mollat etwas aufklären wollte, versuche. Das ist aber noch nicht aufgegeben. So, hier heute die DWZ, da ist der Weserzeitung, die hier in Hameln erscheint, Tageszeitung für das Weserbergland, die schreibt hier: Experten befürchten Erdbeben für Niedersachsen. Das ist ja wunderbar mit der Echtzeitnachricht von dem großen 5,1 Richterskala Erdbeben, das jetzt in Italien war heute, Toskana, bei Mailand angefangen bis Florenz. Da weiß man noch nicht, wie groß die Schäden sind, aber ein solches Erdbeben ist natürlich ein Angriff auf alle Menschen, die da leben. Wie sicher sind die Atomlager? Ist hier auf der Titelseite der DWZ. Und die DWZ ist immer sehr E.ON und Atomkraftwerke freundlich, großer Steuerzahler. Hier heißt es also: Die Aufhebung der Betriebsgenehmigung für das Atommüll-Zwischenlager Brunsbüttel setzt aus Sicht von Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil, SPD, die Bundesregierung unter Druck. Bundesumweltminister Peter Altmaier, CDU, sei gut beraten, sagt der Ministerpräsident Weil von der SPD. So schnell wie möglich sein ursprünglich für Anfang 2014 vorgesehenes Konzept für die Zwischenlagerung des Atommülls vorzulegen, sagt der Regierungschef Weil. Das Oberverwaltungsgericht Schleswig hatte die Genehmigung für das Zwischenlager aufgehoben, weil der Schutz gegen terroristische Angriffe wie gezielte Flugzeugabstürze nicht ausreichend geprüft worden sei. Der Atommüll soll demnach vorerst dort bleiben. Das Bundesamt für Strahlenschutz, BFS, wies die Sorgen aufgrund möglicher Sicherheitsmängel zurück. Bei allen Zwischenlagern wurde der gezielte Flugzeugabsturz bereits in den Genehmigungsverfahren berücksichtigt und mit überprüft, sagte ein BFS-Sprecher. So, das ist definitiv falsch und irreführend, denn erstens handelt es sich jetzt, wie gesagt, um ein neues, besonders gefährliches Flugzeug, aber alles, was mit militärischen Angriffen, mit Sabotage oder mit Drohnen, Kampfdrohnen ist, steht hier überhaupt gar nicht in den Sicherheitskonzepten dieser Atomkraftwerke. Und damit möchte ich hier mal meinen Beitrag für heute abschließen. Ich finde hier in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung keine weiteren Hinweise auf die Tatsache, dass heute in Echtzeit, also Freitag, 21. Juni, dass heute in Echtzeit die griechische Regierung auseinandergeflogen ist. Mehrere Koalitionspartner sind zurückgetreten. Und ich finde hier in der Süddeutschen Zeitung heute auch keinen Hinweis darauf, dass der Herr Putin beim Wirtschaftsgipfelbesuch von der Bundeskanzlerin Merkel in St. Petersburg heute großartige Ambitionen gezeigt hat, seine Beutekunstausstellung vorzuzeigen. Und der Wolfgang Eichwede, Professor aus Bremen, mit dem ich freundschaftlich verbunden bin, der ist der Fachmann für die Beutekunst und der hat heute gesagt, naja, man könnte sich vielleicht auf ein bisschen Kirchenkunst einigen oder so. Ich möchte dazu sagen, alle diese Fragen, egal welche, auch Erdogan und Obama, alles das möchte ich gerne unter dem Aspekt einer Diplomatie sehen, die von Deutschland ausgeht, die immer auf Frieden ausgerichtet ist, die immer auf Kompromisse ausgerichtet ist und die zur Not auch bereit ist, den schwarzen Peter hinzunehmen. Allerdings, ich möchte weder von dem Amerikaner vergiftet werden, noch möchte ich von Putin Mikrochips ins Schienbein haben, noch möchte ich von Erdogan eine Atombombe auf dem Kopf haben, noch möchte ich von Netanyahu gezwungen sein, an ihren gruftigen abrahamitischen Gott zu glauben. Alles das möchte ich nicht. Und da möchte ich sagen, die New York Times als Beilage der Süddeutschen Zeitung von heute hat nichts zu den gloriosen Auftritten von Obama in seinem Käfig am Brandenburger Tor. Das scheint für sie keine Rolle zu spielen. Das sind ganz andere Themen, die hier die New York Times für die deutschen Beilage der Süddeutschen Zeitung überhaupt bewegen. Und das gehe ich jetzt nicht durch. Ich wollte nur sagen, so sieht das aus, was man uns in den Medien vormacht und was dann in Wirklichkeit ist. Also kurz, hier vom Kernkraftwerk Grohnde, bei Hameln an der Weser von E.ON, sind wir also jetzt in eine muntere Zwischenlagerei der ausgebrannten Brennstäbe und der Aufnahmezwänge von Kastoren, also unentsorgten, endlagerpflichtigen Restvergiftungen. Alles das findet jetzt hier mehr oder weniger statt. Die Hallen reichen schon nicht aus. Und
rückwirkend kann man sagen, sind hier wohl Fehler gemacht worden. Da haben wir wohl Fehler gemacht. Wieso wir, sage ich. Und Frau Merkel hat wohl Neuland betreten, ja, aber wieso wir? Die IT-Revolution läuft seit 30 Jahren und zwar absehbar extrem, verändert sie die ganze Welt und wir tun so, als wenn wir von gestern sind. Das ist sicherlich besser zu machen. Das wünsche ich hier, also Wiedersehen. Lieber Jochen, ich danke dir dafür, dass wir hier so schön erfolgreich gemeinsam Linux, Ubuntu, Konvertierungstechnik gemacht haben. Ciao, alles Gute.